Vorgestellt. Erstmal hallo, grüße dich. Wie ist dein Name? Ich bin Simon und ich bin 37 und wohne in Berlin. Servus. Yeah. Eine Frage, ich habe dich nicht gesehen. Hast du auch getanzt wie Michael Jackson? Also der Moonwalk hätte besser sein können, muss ich zugeben. Der Moonwalk war okay. Kannst du den besser? Können wir das sehen? Yeah. Okay, ich probier mal. Ein bisschen Musik dazu vielleicht, oder? That's it. Michael Jackson, deswegen habe ich sofort gebuzzert. Puff, was? Ja. Das ist ja mega geil. Er ist auf jeden Fall ein super Coach. Also in diesem Genre scheint ihr euch sehr zu gleichen. Und ich glaube, er brennt für diese Art von Musik, wie man gesehen hat, auf der Bühne, im Körper und alles. Wow. Jacko Santos. Simon, ich fand das wirklich, wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Du hast die Bühne hier gerockt, die Leute hatten richtig viel Spaß. Ich glaube, es war auf jeden Fall noch nicht perfekt. Ich glaube, wenn du dich weniger bewegst, bist du vielleicht auch noch sicherer in den Noten und ne, der eine Move. Schlag mir keine Zähne aus. Genau. Ja, genau. Oder der eine Move, wo auf einmal die Stimme weg war, weil du zu viel getanzt hast. Also, das sind alle Sachen, die ich dir beibringen könnte. Und ich glaube, dann wärst du für die Battles auch, ja, ready. Cool. Dankeschön. Folgende Situation: Nico Santos ist der größte Michael Jackson-Fan auf der Welt, hat quasi, kennt jedes Lied komplett auswendig, ja, kann tanzen wie Michael Jackson, kann singen wie Michael Jackson. Und ich bin auch, hab auch gedrückt. Gibt's denn, sagen wir mal, außer Michael Jackson noch irgendwas anderes, was dich interessiert in deinem Leben? Ich bin begeisterter Yogi. Ich habe eine Gospelgruppe in Berlin. Mit Gospelchören kenne ich mich wiederum auf. Also Chöre ist ein Stück weit mein Thema. Oh, 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 oh. Siehste?
Und der Gospelchöre singt für dich. Oh, mein Herz schmilzt. Dankeschön. Du bist ein guter Sänger, du bist nicht perfekt sicher gewesen, aber dieses Grundgefühl zur Musik, was man auch mal Groove nannte, hast du auf jeden Fall. Und ich finde, man kann eine Menge erreichen mit dir hier. Und ich würde mich freuen, einfach den Weg bis zu den Battles mit dir zu gehen. Okay, also Nico hat sich echt ziemlich schlau umgedreht. Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack, was ich sehr cool finde. Aber? Und Marc, ja, ich meine, ich habe natürlich auch gesehen, was du so machst. Auch eine coole Sau. Okay, Leute. Aus dem Bachhaus, so wie er, gehe ich mit Ika. Yeah! Vielen Dank. Leute, Riesenapplaus!